Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu Cake TV Uncut. Wir reagieren heute auf Lecker Mädchen. Stadionverbot für Influencer wie unerwünschte VIPs die EM zerstören. Wir gucken mal rein. Schade, dass sie kein Ukraine-Trikot trägt, aber naja. Ist doch kein Verbrechen. Oh, das war die falsche Einleitung. Sonntag, 18 Uhr. Und ich darf euch ganz herzlich das Video kam heute, zu gestern. Einem neuen Video mit euch. Ich hoffe, das singt ja auch immer alle laut mit. Denn ich mach das. Einige von euch werden es mitbekommen haben. Aktuell läuft die EM. Und zwar in Deutschland. Stimmt. Möge das bessere Team gewinnen. Genau, wir sind komplett neutral. Und was macht man, wenn man keine Karten bekommt und sich. Der Richter beim Shoyoka-Prozess. Nicht als Maskottchen ins Stadion schleichen will? Genau, dann wird man Influencer und kommt dann so ins Stadion. So. Man schießt dabei fleißig Fotos, macht für irgendwelche fragwürdigen Firmen Werbung. Und das Wichtigste, Hauptsache man sieht euch mehr als das Spiel. Aber den Leuten reicht's. Sie sind genervt von Influencern im Stadion und so findet man unter jedem Post meist oft dieselben Kommentare. Stadionverbot, Stadionverbot und Influencer raus. Widerstand! Widerstand! Widerstand gegen was? Gegen Influencer! Wieso das denn? Und gegen den ganzen... Weil sie uns die Plätze wegnehmen! Nehmen sie Fußballfans... Digga, was? Wirklich die Plätze weg. Und wie weit gehen sie für Gratistickets? Also auf legalem Wege. Unmoralisch, aber legal. Wie krass ist das bitte? Ich habe mir das Ganze mit AliExpress überlegt. Die sind nämlich der offizielle Sponsor der diesjährigen EM. Das alles seht ihr heute live, an welchem Tag auch immer. Mit eurem Girl. Ja, Sascha. Also ich persönlich finde auf jeden Fall, also die nehmen halt niemanden die Plätze weg, ne? Also irgendwer hat ja diese Karten trotzdem gekauft, selbst wenn die von der Firma weitergegeben werden. Ja gut, dann machen die vielleicht nicht im Verkauf, ne? Aber ob da jetzt 1, 2, 5 Influencer von 70.000 da im Stadion sind oder nicht, also meistens sind die ja dann in irgendwelchen VIP-Rängen oder sonst irgendwas, wo die normalen Zuschauer jetzt sowieso nicht sitzen würden. Ich persönlich finde es halt, Also lächerlich in dem Sinne, jetzt so ein 24-Tim, der hat nichts mit Fußball zu tun, safe nicht. Das ist so ein typischer, ah, oh, es ist EM, das feiere ich jetzt mal 2 Wochen. So, der kennt wahrscheinlich nicht mehr die Abseitsregel so. Ich finde es immer so lächerlich, wenn die sich dann, also wenn die so aus dem Stadion dann so Stories machen, wo die so gespielt komplett feiern, wo du genau weißt, ey, das juckt die eigentlich gerade überhaupt nicht. Die wollen nur dieses Event halt mitnehmen. Aber ich finde nicht, dass die irgendjemanden die Plätze wegnehmen, so, ne? Zwiebackgesicht, danke für den Prime-Sub. Aber vielleicht kriegen wir hier das Gegenteil gefragt, mit. Mal gucken. Andere von Ihnen werden in den Kommentaren scheinbar zerrissen. Was ist los? Ja, nix ist los, ey. Dummes Schwein. Der Hintergrund, viele von Ihnen... Ja, nix. Better, wenn Sie ein Bild von einer Frau... Achso. ...eingeladen oder haben sogar eine Zusammenarbeit mit einem der Sponsoren. Viele vermuten sogar, dass sie keine richtigen Fußballfans seien und auch allgemein nichts mit Fußball zu tun haben und sie es deshalb unfair finden im Vergleich zu den Leuten, die sich wirklich für Fußball interessieren. Man spricht davon, dass sie Plätze wegnehmen, dass sie die Karten nicht verdient hätten und dass sie doch eigentlich reich genug sein müssten, um sich die Karten selbst leisten zu können. Karten, an die Normalos nicht rankommen. Also boah, aber ich glaube, an Karten zu kommen ist aber generell nicht so einfach, oder? Wenn ich jetzt noch versuchen würde, an Karten zu kommen, ich glaube, also ein paar werden ja noch rausgegeben, ne, jetzt für Achtelfinale, Viertelfinale und so, wenn man weiß, wer da spielt, aber, also da wollen ja so viele Leute hin, mal unabhängig vom Geld, ist aber auch generell schwer, überhaupt an Karten zu kommen, oder? Mit Normalos seid ihr gemeint. Tut mir leid. Werner, es tut mir leid. Nee, ich habe auch keine Karten, alles gut. Mich hat auch bisher keiner eingeladen. Manche unterscheiden hierbei und weisen darauf hin, dass das aber extra Logenplätze sind, an die Normalos wie ihr sowieso nicht drankommen würden, sondern diese Plätze reserviert sind für richtige Superstars. Ja, sogar für richtige Rockstars. Kleiner Fakt am Rande, ich habe ja letzte Woche dieses Video hier gemacht, da habe ich ja euch erzählt, dass ich und auch andere Influencer von Dagi B oder ihrem Mann oder zusammen abgemahnt wurden. Mann, wenn ich das jetzt schon wieder erzähle, ne? Und nach diesem Video war die erste Amtshandlung von Eugen, mich auf Instagram zu blockieren. Vielleicht wollte er nicht, dass ich seine Sport-Challenge verfolge. Vielleicht wollte der aber auch nicht, dass ich endlich höre, wieder auspackt. Ihren Ehemann Eugen habe ich auch schon das eine oder andere Mal in den Kommentaren gesehen. Bombastic Side-Eye. Wie er sagt, dass er bald was dazu sagen wird. Dass er bald einiges droppen würde. Criminal Offensive Side-Eye.
Side-Eye. Und stell euch mal vor, euer Chef wäre so, dass der über Wochen einfach irgendwo kommentiert und sagt, Leute, wartet ab, bald lasse ich die Bombe platzen. Das ist so unangenehm, wirklich. Digga, geh arbeiten, Eugen. Jetzt mal unter uns. Meinst du, das ist eine Strafe für mich? Meinst du, ich habe gerne deine Stories geschaut? Das war für mich mindestens... Vor allem, als ob sie keinen Fake-Account hat. Ich verstehe das immer nicht. Also, es ist ja offensichtlich wegen dem Video. Und der geht halt, offensichtlich geht der davon aus, so, jetzt kann die nichts mehr von mir sehen, nie wieder. Genauso anstrengend wie für dich deine Sport-Challenge. Du bist Boss, wenn jeder zweifelnde Ruf verstummt, weil der Wille zum Erfolg durch deine Blutbahn pumpt. Du bist Boss, wenn du Werbung für Guinness machst und nebenbei willkürlich Leute abmahnst. Werd erwachsen und geh arbeiten. Oder ist das schon Arbeitszeit, andere Leute zu blockieren? Die Stunden würde ich mir auf jeden Fall mal aufschreiben. Naja, auf jeden Fall von diesem Rockstar zu den anderen. Julienko, 24Tim, Paola, Leni und viele weitere. Diese waren zu finden beim Eröffnungsspiel und andere auch bei anderen Spielen. Aber was genau müssen sie dafür tun? Manche von ihnen bedanken sich bei Adidas, Meta. Manche scheinen einfach die Anzeigetafel als Beschreibung zu nehmen. Und manche machen sogar aktiv Werbung für einen der Sponsoren der EM, und zwar AliExpress. So wie beispielsweise Paola Marie. Boah, wenn die Story nach der Sperre gewesen wäre, wäre das ja so ein geiler Move. Und die mich seit längerem jetzt verfolgen, haben gemerkt, dass in dem letzten Jahr die Liebe zum Fußball bei mir geweckt worden ist durch Alex. Diese reiht sich in eine Reihe mit David Beckham. Er ist sowas wie das Gesicht von AliExpress aktuell für die EM. Und deswegen seht ihr auch sehr häufig diese Spots und bei den Anzeigetafeln könnt ihr ebenfalls sehr oft AliExpress sehen. Und auch Paola Maria hat Fußball für sich entdeckt und nicht nur das, sie hat auch die tollen Schnäppchen von AliExpress für sich entdeckt. Denn AliExpress ist offizieller Sponsor der EM und das wollt ihr jetzt alle mit euch gemeinsam auspacken. Dort findet ihr ganz viele Fanartikel, aber auch tolle Sachen, wenn ihr eine Grillparty schmeißen wollt oder generell eine EM-Party und das packen wir jetzt einmal aus. Das alles war jetzt hier in dieser Box drin. Also einmal eine Digitaluhr, das heißt, man hat sowohl seinen Puls, Zeit, alles im Blick. Warum brauche ich für eine EM-Party so eine Uhr? Weiß ich jetzt nicht. Also wir haben auch schon Spiele zusammen geguckt. Keiner hat gesagt, boah, guck dir diese heftige Uhr an, die kann mein Puls messen. Eine Digitaluhr. Ja, manchmal kann ja ein Spiel auch echt so... Wie, du hast deine Digitaluhr nicht um? Sorry, Bro. Wir sind schon voll. ...spannend werden, dass es mit einem so durchgeht. Dann, was natürlich niemals fehlen dürfen, sind Fan-Tattoos. Also es soll ja jeder wissen, welche Mannschaft ich bin. Und ich sage euch ehrlich, natürlich bin ich für Deutschland, denn das ist mein Zuhause. Aber auch 24Tim ist ganz begeistert von dem Paket, was ihm AliExpress zugesendet hat. Ich habe mir das Ganze mit AliExpress überlegt, nämlich der offizielle Sponsor der diesjährigen EM. Und die haben mir nicht nur geile Gadgets hier irgendwie geschenkt, sondern, haltet euch fest, die haben auch eine geile App, die ihr euch definitiv mal gönnen solltet. Da gibt es super geile Angebote. Aber was ist AliExpress und warum könnte es moralisch fragwürdig sein? Vielleicht kennt ihr diese Personen, die sich auf Instagram wie eine berühmte Figur verkleiden oder nachahmen, so wie beispielsweise dieser Typ, der sich als Joker inszeniert hat. Ich habe da überhaupt per Zufall gesehen. Da bin ich in die Kommentare gegangen. Und dann stand da Joker von AliExpress. Das gibt es auch mit Wish, also dass man sagt, ja, auch Wish bestellt. Und das ist einfach ein Gag im Internet, dass man sagt, das ist die Billigversion von dem Original. Denn Unternehmen wie Wish, Temu und AliExpress haben eins gemeinsam. Es sind Unternehmen, die eine Plattform zur Verfügung stellen, über die dann Händler ihre Sachen verkaufen können. Es sind also alles externe Anbieter. Im Vergleich zu Amazon gibt es kein Zwischenlager. Die Produkte werden direkt vom Händler verschickt und so kann man sich enorm viele Kosten sparen. Aber sie haben auch noch eine andere Sache gemeinsam. Und zwar verkaufen sie sehr, sehr viel Zeug für teilweise Centbeträge. Und du kriegst alles, was du haben möchtest. Handy, Beamer, Deutschlandflagge, Schuhe, eine sehr ähnlich zu Dior aussehende Tasche für unter 30 Euro. Alles, was du haben möchtest. Nur die Frage, ob das der Qualität entspricht, die du haben möchtest, ist natürlich eine andere. Im Internet liest und hört man oft von einer schlechten Qualität. YouTuber machen sich einen Spaß daraus, dort Produkte zu bestellen. You were the guy she tells you to not worry und mit about. Dem Original zu vergleichen. Manchmal hat man Glück,
In den meisten Fällen ist es aber Schrott. Die meisten drücken ein Auge zu, weil es in den meisten Fällen relativ günstig ist und man sich denkt, naja gut, was hat man erwartet. Der Versand kann sehr lange dauern, das heißt, ob ja, das kommt, glaube ich, aus China halt, ne? Hier überhaupt pünktlich kommt, steht in Frage. Da könnt ihr euch auch genauso gut einfach zu Teddy begeben und da euch eure Deutschland-Schminke kaufen. Aber Teddy sponsert natürlich nicht die EM und deswegen ist das auch nicht so aufregend. Aber was kriegt man denn eigentlich Cooles bei AliExpress? Kriegt man vielleicht ein cooles Trikot, was Paola vielleicht auch vor Ort tragen kann? Oder beispielsweise diese coolen Fahnen? Ich habe mich auf die Suche gemacht, habe Deutschland, Trikot, EM, ich habe alles eingegeben. Also man kriegt auf jeden Fall gute Ja, aber hat was, Digga. Viele von euch werden jetzt sagen, hässlich, ich weiß nicht, warum ich sowas feiere, aber irgendwie... Schnäppchen, gute Angebote für teilweise 95 Cent. Nein, das nicht. Ob ich das Ding freiwillig an... Das, Digga, wenn damit rumläuft, der will doch safe von Linken auf die Schnauze kriegen, oder? Ziehen würde. Ich sag euch ehrlich, das sieht komisch aus, ne, aber okay. Aber diese Deutschlandflagge, die möchte ich auch gerne haben. Nachdem ich das eingegeben habe, wurde ich erstmal gefragt, ob ich überhaupt 18 bin. Keine Ahnung, ich wusste nicht, dass man, um eine Flagge zu kaufen, 18 sein muss. Aber glücklicherweise bin ich ja volljährig. Und nachdem ich das dann bestätigt habe, kamen nicht nur diese freundlichen Bilder raus, sondern sehr, sehr flott auch AfD. Geil. Flagge der AfD, wo ich mich frage, was ist hier los, AliExpress? Weitere Sachen markiere ich euch unten in der Caption. Und bitte schreibt mir in den Kommentaren, für welche Mannschaft ihr seid. Wie versprochen, hat Paola leider nichts verlinkt, was auf jeden Fall für die fantastische Werbung spricht. Dankeschön für den Aber auch Temu hat ungefähr das gleiche Konzept. Gleiche Billigpreise, nur noch viel exzessiver, was Werbung angeht. Also die arbeiten da auch mit so einem Glücksrad und wenn du da dran drehst und bla und du kriegst Belohnung und so. Also du wirst sehr krass animiert, Sachen zu kaufen. Und auch Temu schaltet aktiv Werbung. Nicht jetzt unbedingt bei Influencern, sondern direkt in den Werbepausen. Also in der Halbzeit sieht man dann Temu beispielsweise beim ARD. Platz 1 ist aber nach wie vor... Warum dürfen die Öffentlich-Rechtlichen da eigentlich plötzlich Werbung schalten, hä? Alipay. Das könnt ihr dann ganz gerne nutzen, wenn ihr eure AliExpress-Bestellung da abschließen wollt. Mit eurem Deutschland-Trikot und eurer Deutsch... Ja, 95 Cent ist schon... Deutschland-Fahne. Ah, Willkommensangebot. Ah ja, okay. Sind die Pähnchen? Das Problem ist, dass... Auch wenn die Sachen allgemein von den Preisen her sehr verlockend sein können, weiß man nicht, unter welchen Bedingungen diese Produkte hergestellt werden. Also sie können entweder unter super geilen Bedingungen hergestellt werden, wo dann den Leuten, die das zusammenschustern, noch die Füße nebenbei massiert werden. Kann aber auch sein, dass das in irgendwelchen Hinterhoffabriken von vielleicht Kindern zusammengestellt wird. Das wissen wir leider nicht. Das ist auch nicht transparent. Aber das ist ja auch nicht relevant für die Werbung, oder? Wie krass ist das bitte? Ich habe mir das Ganze mit AliExpress überlegt. Ja, auf Seiten wie AliExpress gibt es natürlich nicht. Oh, danke schön für die 6,90 €. Vielen lieben Dank. Mal weiter so. Ja, gerne. Dennis, danke für den Prime-Sub. Beamer, wobei ja auch nicht irgendwie gezeigt wird, wie das funktioniert, ob das überhaupt gut funktioniert. Aber da muss man sich jetzt einfach auf die Werbung verlassen. Aber am Ende ist es ja auch egal. Wenn AliExpress das sponsert und dich einlädt, dann wird David Beckham zum Markengesicht. Paola Maria wird ganz aufgeregt und 24 Tim sitzt im Stadion und filmt vor allem sich selbst. Heißt das etwa? Also alles wie immer. Ich will das gar nicht laut aussprechen, Leute. Influencer haben einen Preis, was ihre Moral angeht. Naja, sagen wir mal so, sie haben auf jeden ja. Fall... Ob AliExpress jetzt wirklich das Schlimmste ist, was man bewerben kann, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Also ich glaube, da kaufen auch viele... AliExpress, ne, auch ihre Dropshipping-Produkte und so weiter ein. Ja, würde ich Werbung dafür machen. Kommt auf den Preis an wahrscheinlich. Also, ja, ich weiß nicht. Ja, besser als Temu wahrscheinlich. Also Temu würde ich auf jeden Fall keine Werbung machen. Zum Beispiel, ja, nee, Alibaba war das, ne? Aber ja, genau, es gehört aber zu AliExpress, ne? Eine Schmerzgrenze. So wie Eugen, der mich nach meinem Video geblockt hat. Ja. Ich ziehe das jetzt richtig durch, Eugen. Jetzt ist es aber so, dass einige tatsächlich Verständnis haben. Sie sagen, naja, wenn ihr gratis Tickets bekommt und man euch ins Stadion einlädt, wer würde denn da Nein sagen? Andere wiederum bemängeln, dass hier aktiv Plätze weggenommen werden und Influencer, die sich scheinbar nicht für Fußball interessieren, es plötzlich lieben. Dabei haben ja scheinbar... Ja gut, aber da muss man zumindest sagen, also ich glaube, bei der EM, beim Eröffnungsspiel, würde mich wirklich mal interessieren, wie viel
dieser Tickets gehen an Leute, die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren, sondern die einfach nur da sind, weil, oh, EM und Eröffnungsspiel, ich will das aber unbedingt sehen. Also ich finde, bei Influencern ist es dann immer so ein bisschen so auffällig, wenn die natürlich da sind, weil klar, die haben dann auch nicht dafür bezahlt, logischerweise. Aber wenn du jetzt wirklich danach gehst, so, hey, ihr interessiert euch gar nicht für Fußball, ihr seid keine Fans, warum nehmt ihr Leute die Plätze weg? Da müsste man wahrscheinlich die Hälfte der Leute, die in dem Stadion sind, dafür halt genauso kritisieren. Wenn man nicht mal Fußballer eine Ahnung, wer wann spielt. Leute, ich habe eine Überraschung für Luisa. Wir gehen heute ins Olympiastadion und gucken Polen gegen, weiß ich nicht mal. Ich weiß nur, dass Polen spielt. Dieses Thema scheint schon lange ein Kritikpunkt zu sein und deswegen haben... Ja gut, aber der Typ ist sowieso nicht die hellste Kerze auf dem Ständer, ne? Einige Influencer dazu geäußert. Ich kann es verstehen, dass es euch triggert, aber meistens, meine lieben Freunde, sind die Tickets, die diese Influencer bekommen, die sind meistens... für normale Leute gar nicht zugänglich, weil das irgendwelche Sponsorenplätze sind oder sonstiges. Und natürlich kommen weitere Probleme dazu. Denn ob jemand aktiv Fußball schaut oder in einem Stadion zu finden ist, kann man nicht beurteilen, nur weil diejenigen es nicht posten. Denn überraschenderweise ist Instagram natürlich nicht die Realität und spiegelt diese auch nicht wieder. Und gerade ja, selbst wenn da 100 Influencer sind bei 70.000 Plätzen, also... Kurz geguckt, es gibt insgesamt 2,7 Millionen Eintrittskarten für das Turnier, die schwer alle zu überwachen sind. 2,2 Millionen gegen an Fans, 500.000 an Partner, Sponsoren der UEFA sowie an die Funktionäre. Echter Insolvenzberater, danke für den Tier One Star für 6 Monate im Voraus, vielen lieben Dank. Ja, also wie gesagt, ich finde es halt, also ich find's persönlich nur lächerlich, wenn das so Leute sind wie 24 Tim, der erst sagt, er feiert Fußball nicht, aber dann plötzlich ist er im Stadion dann dabei, einfach nur, weil er dann Geld dafür bekommt oder Reichweite damit macht, dass er da eine Story oder ein Video oder so weiter postet. Ich finde aber per se, es steht ja erstmal jedem offen, sich auf Fußballspiele anzugucken, egal ob du jetzt Fußball tot feierst oder nicht. Also es darf ja, Fußball ist halt ein offener Sport. Wie jeder andere auch. Und ja, ist natürlich klar, dass bei der EM auch sehr viele Erfolgsfans und so weiter sind, die halt sonst nichts mit Fußball zu tun haben. Ja, also beim Public Viewing, 90% der Leute haben wahrscheinlich noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Die kennen wahrscheinlich 3 Leute aus dem deutschen Kader und gehen da trotzdem hin und feiern. Ne? Das ist halt so einfach halt so ein Event. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn da halt ein paar Influencer sitzen. Gibt halt Schlimmeres. Wie gesagt, diese Karten wären sowieso nie in den normalen Verkauf gegangen. Die Karten werden ja von Anfang an zurückgehalten. Und wenn das jetzt kein Influencer gewesen wären, dann wären es vielleicht irgendwelche Promis oder sowas. Bene-Player, Dankeschön für den Prime-Sub. Ne? Also von daher finde ich das jetzt nicht so tragisch, um ehrlich zu sein. Oder auch WM-Zeit ist es nicht unüblich, dass Menschen, die scheinbar kein Interesse am Fußball haben, sich dennoch gerne in Gruppen entweder beim Public Viewing zusammenfinden oder auch im Stadion. Ja, das Traurige ist eher, dass das so unangenehme Videos sind. Und einfach ihr Land unterstützen möchten. Oder eben ihre Werbepartner. Man kann das bemängeln, aber die Firmen tun das, um die Reichweite noch mehr zu steigern, um ihre Marke zu repräsentieren, ob es jetzt Adidas ist oder vielleicht AliExpress. Mit dem Business Insider geht es hierbei um Westwashing für chinesische Unternehmen und darum, sich auf dem europäischen Markt zu etablieren. Und das eben durch das Sponsoren der EM, Werbung in den Halbzeitpausen und Influencer. Influencer sind sowas wie diese Anzeigetafel nur mit Gesicht. Durch Werbegesichter wie David Beckham oder auch Influencer möchte man seine Produkte näher an den Mann bringen. Und vielleicht möchte man auch Zielgruppen erreichen, die sich normalerweise nicht für Fußball interessieren. So wie beispielsweise, oder das ist jetzt eine Vermutung von mir, vielleicht die Zielgruppe von 24 Tim, die auch schon mal in den Kommentaren... Ja, also die 24 Tim-Zuschauer würde ich auch generell nicht so intelligent einordnen. Angemerkt hat, dass denke, das passt Tim schon. Sich lautstark über Fußball empört hat oder gesagt hat, dass er Fußball hasst. Oder auch Paola Maria, wo ich vermuten würde, dass ihre Zielgruppe vielleicht auch nicht aktiv auf Fußball aus ist, weil es ja auch nicht der Content ist, den sie postet. Vielleicht möchten sich aber auch Firmen wie AliExpress ein gutes Image aneignen. Obwohl die Theorie bei der Auswahl nicht so ganz hinhaut. 24 Tim liebt Aufmerksamkeit. Er war im Dschungelcamp, hatte angeblich keine Ahnung davon, was für eine Gage er bekommt und hat einfach zugesagt. Er hat eine angebliche Kennenlernphase und Beziehung mit einer Frau und hat beteuert, dass er auf beide Geschlechter steht. Er hat damals ein Video oder mehrfach Kussvideos hochgeladen, die angeblich heimlich gefilmt wurden. Er hat angeteasert, dass er Geschlechtsverkehr mit einer Frau hatte und das mehrfach. Und Werbung macht er auch gerne. Nicht nur für seine Instagram-Story unter seinen Bildern, sondern für ziemlich viel auch für AliExpress. Und auch in Paola Marias Feed findet sich viel Werbung. Was an sich auch gar nicht schlimm ist, denn es ist nichts Neues, dass man mit Instagram, mit YouTube und Co. viel Geld verdienen kann, wenn man... Ja, also ich finde 24 Tim ist generell also mit der peinlichste Influencer, den ich kenne, muss ich sagen. Ne? Also es gibt wenig Leute, die
die ich von der Person her einfach so unangenehm finde. Ne, muss man sagen. Aber es klappt natürlich auch, ne? Aber also es, vor dem wirklich habe ich so wenig Respekt einfach, wirklich, weil das so ein Hampelmann ist oder Hampelfrau, wie auch immer. Weiß ich nicht, Digga. Sehr, sehr, sehr weirder Typ, ne? Aber ja, also generell jetzt viele Placements zu machen oder viel Werbung zu machen, da habe ich auch kein Problem mit, ne? Also ich würde auch deutlich mehr Placements machen, logischerweise, wenn ich halt die Möglichkeit dazu hätte. Das ist halt klar, ne? Ich finde, wichtig ist halt nur, dass du dann auch für Dinge Werbung machst, hinter denen du halt irgendwie stehen kannst, ne? Ich weiß nicht, so AliExpress, ja, die verkaufen halt teilweise auch Billigschrott und so, okay, ich find's jetzt irgendwie trotzdem gar nicht so verwerflich, ich weiß gar nicht warum, irgendwie wäre es so, es hätte mich jetzt gar nicht gestört, um ehrlich zu sein, ne? Aber klar, wenn du dann irgendwie Werbung machst für die Trimax, ne, für irgendwelche überteuerten Massagegeräte beispielsweise, ne, oder für irgendwelche Sachen, wo auch Glücksspiel mit drin hängt oder so, ne, das wäre dann halt schon was, wo ich jetzt nicht unbedingt auch Werbung für machen würde, aber generell erstmal viel Werbung zu machen oder viele Placements ist ja erstmal nichts Verkehrtes dran. Produkte mag und wenn man sie gerne empfehlen möchte, ist es nichts Verwerfliches, dass man dafür entlohnt wird, also für die Reichweite entlohnt wird. Aber es ist schon wirklich viel und vielleicht geht es auch darum am Ende. AliExpress möchte Leute, die sich für Werbung, für viel Werbung nicht zu schade sind und in diesem Fall scheinbar egal für was. Auch für eine Seite, die ziemlich viele billige Sachen anbietet. Ob diese Influencer sich mit billiger als 24/7 kann es ja nicht sein. Fußball auseinandersetzen? Tim. Ich weiß es nicht. Paola Maria scheint es zu tun. Sie hat auch letztens das Spanien-Italien-Spiel besucht und das auch in ihrer Story gepostet. Kurz danach hat sie jedoch ein Shoutout oder indirekte Werbung für ihre Freundin gemacht. Ganze 2 Slides. Das hat das Italien-Spanien-Spiel nicht gekriegt. Die Werbung für ihre Freundin hat mehr Aufmerksamkeit bekommen als das Eigentor von Italien. Vielleicht war sie am Boden zerstört und konnte deswegen nichts mehr dazu posten. Ja, sie war doch für Deutschland. Vielleicht war ihr der Shoutout wichtiger. Ich kann es nicht beurteilen. Und ist es am Ende wichtig? Denn scheinbar nimmt keine von diesen Personen den Fans am Ende die Plätze weg. Aber worüber man sich sehr wohl aufregen darf, ist das Marketing. Du bist doch jetzt Chili, was deine Expertise zum Schiedsrichter vom Deutschlandspiel. Keine gute Leistung auf jeden Fall. Ne? Also das Festhalten da im Strafraum hat auf jeden Fall von mir ein Elfer gekriegt. Und die Umsetzung. Julienko war gemeinsam mit 24/7 im Stadion. Das hier war die Loge. Es gab auch Essen, wirklich super, super lecker. Aber ja, Julian. Mann, ich muss unbedingt auch so erfolgreich werden, dass ich zu EM-Spielen eingeladen werde. Und ich, wir haben... Er hat so viele Tage auf die Frage gewartet. Ich bin doch heute das erste Mal wieder online. Nicht mehr ganz so viel, aber ich habe mich geschlossen. Und... es war einfach nur unfassbar krass. Er hat seit neuestem den Trick, dass er seine Follower immer dafür belohnt, dass sie seinen letzten Beitrag liken. Mit Bargeld. Der belohnt die einfach mit Bargeld. Oder mit einer Überweisung, sorry. Und zwar habe ich ja eben ein Bild mit Max und Raffi hochgeladen. Genau, wir wollen 500 Euro unter allen Leuten, die dieses Bild liken, verlosen. Also wir werden eine Person morgen random raussuchen und 500 Euro überweisen. Es kommt jedes Mal so gut an, ihr freut mich so sehr. Sehr gut, danke schön für den Thema. Also einfach das Bild liken und schon seid ihr im Start. Volk ist kein Glück. Sondern nur das Ergebnis von 500 Euro für Likes. Der belohnt die einfach mit Geld. Mann. Ja, aber also ganz ehrlich, das ist halt, es ist aber schon klug. Also irgendwie auch das ist halt wieder so eine Sache, ja, kann man halt kritisieren, aber Abu Dubai, Dankeschön für den Prime-Sub, aber um halt mehr Interaktion zu bekommen, ist es halt schon sehr, sehr klug, sowas zu machen, ne? Also die 500 Euro tun ihm nicht weh, den Zuschauern tut es auch nicht weh, das Bild zu liken, gerade wenn es jetzt auch kein, weiß ich nicht, politisches Bild ist oder so, ja, dann wäre es was anderes, sondern das ist so ein typisches Allerweltsbild, da macht es halt schon, weiß nicht, da macht es halt schon Sinn. Einer freut sich über die 500 Euro, solange die das wirklich rausgeben, finde ich, ist es absolut legitim. Ne? Man kann es künstliche Reichweitensteigerung nennen, aber man kann es auch die Liebe zu den Fans nennen. Viermal. Dicker. Hat da jemand zu viel Geld? 24/7 macht in der Zwischenzeit im Stadion dasselbe. Das Geile ist, das Geld ist dann morgen schon auf eurem Konto. Und das Einzige, was ihr wie gesagt machen müsst, liked das Foto in 5 Minuten. Das könnt ihr auch noch später machen. Und kommentiert einfach irgendwas, damit ich weiß, dass ihr es gemacht habt. Das ist alles. Und ich glaube, jeder kann es nachvollziehen, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, im Stadion zu sein, dann auch noch... Das ist halt aber auch wieder so ein Gewinnspiel, was man kaum nachvollziehen kann, oder? Also ihr müsst jetzt ja jemanden raussuchen, der es geliked hat und danach nochmal gucken, ob die Person es auch kommentiert hat. Unter tausenden Kommentaren. Das habe ich schon im letzten Ding gesagt. 24/7 hätte es so krass verdient, endlich mal für seine ganzen komischen Gewinnspiele und so weiter abgemahnt zu werden. Ich weiß nicht, ob er es wirklich halt auflöst, aber es waren schon andere Sachen, ne, wie diese komische Verknappung und so weiter, die er da teilweise bei seinen Alben gemacht hat und so.
Der hätte es mal richtig verdient, dafür mal rechtlich auf die Schnauze zu fliegen. Bei einem Deutschlandspiel, dass man es sehr, sehr gerne festhält, ein Foto macht und das postet. Das ist verständlich. Aber das, was mir auffällt, ist nicht, dass man einfach nur Fotos macht, sondern es ist die exzessive Selbstdarstellung. Es ist nicht nur ein Foto, es sind Reels, es sind Stories, es sind TikToks. Es scheint so, als ob die Personen mehr im Vordergrund stehen als das eigentliche Spiel. Alles, was er macht, ist einfach unangenehm, ich weiß nicht. Kopf hoch! Ihr kriegt euer Geld auch, wenn ihr verliert! Los! Na, scheiße alles. Ja, die Leute... Ich glaube, die kriegen nicht mal Geld, wenn einfach für die Nationalmannschaft zu spielen, oder? Die kriegen halt immer nur Prämien, je nachdem, wie weit die kommen, oder? Die folgen dir, um dich zu sehen, ich verstehe das schon. Aber wenn du mehr im Vordergrund stehst als das eigentliche Spiel, zu dem viele von ihnen eingeladen wurden, dann kann ich den Unmut schon ein wenig verstehen. Und das ist das, was ich daraus interpretiere. Vielen von diesen Personen geht es um sich selbst. Auch wenn 24Tim scheinbar Zuschauer auswählt, die er dann im Stadion nimmt, dennoch ist das... Aber ich meine jetzt kein festes Gehalt wie jetzt bei Bayern oder sowas. ...Kooperation mit AliExpress und bringt vor allem den größten Vorteil für ihn und die Marke. Wer hat das schönste Foto, das beste TikTok? Wer wird am Ende nach Hause getragen? Wer sieht am besten aus im Trikot? Und das ist anstrengend. Das hätte man vielleicht besser selektieren können, aber am Ende ist es ja genau das, worum es geht. Es geht um Reichweite, es geht um Aufmerksamkeit, es geht um ein gutes Image. Diese Art von Leute, die haben nun mal sehr, sehr viel Reichweite. Das ist runtergebrochen super Marketing. Dass das aber die Leute trotzdem nicht erfreut, weil es so scheint, als ob es den Leuten mehr um sich selbst geht als um das Spiel, das ist verständlich. Und man kann verstehen, warum die Leute sauer sind. Warum sie fordern, dass Influencer raus aus Stadien sollen. Aber ja, ich glaube, das Ding ist halt aber auch, also ich finde auch viele Influencer, die da halt eingeladen werden, sind halt aber auch, muss man halt sagen, genau die, wenn du selber Fußball feierst, die du einfach nicht im Stadion haben möchtest. So ein 24Tim oder auch die anderen, die da gezeigt worden sind, die ja wirklich so gar nichts mit Fußball am Hut haben, diese komischen Event-Fans, die sich dann teilweise auch als was Besseres fühlen einfach. Ja, aber wie gesagt, ne, ich kann das halt irgendwo verstehen, aber wie gesagt, die nehmen halt sowieso niemanden die Plätze weg, weil ihr habt ja auch gesehen, wo der 24Tim war, also das war ja dann irgendeiner Loge. Das wären auch keine Plätze, die jetzt anderweitig verkauft worden wären, sondern die wurden ja extra an irgendwelche Firmen halt gegeben, ne, und da kann ich das halt schon nachvollziehen, oder kann ich nachvollziehen, natürlich gehen die halt dahin, ne, das ist halt ganz klar. So, und finde ich jetzt persönlich auch nicht ganz so schlimm, um ehrlich zu sein, ne? Weil im Endeffekt, sie nehmen niemanden die Karte weg. Ich finde die Person auch unangenehm, aber sie tun auch niemanden was. Da ein, zwei Storys zu machen, ja, ist vielleicht unangenehm, ne? Aber im Endeffekt, ja, weiß ich nicht, ist halt, ja, sollen die halt machen, ne? Also sie schaden damit ja original niemandem. Am Ende sind Influencer nichts anderes als die Anzeigetafel, die ihr am Spielfeld sehen könnt. Und manche von ihnen sind sehr, sehr wahrscheinlich wirklich da, um einfach das Spiel zu genießen. Und manche von ihnen möchten vielleicht einfach gern sich selbst in der Kamera genießen. Und ich würde mich auch freuen an eine Einladung at Adidas und Co. Also nicht AliExpress, da bin ich raus. Und ich bin auch nicht wählerisch, es muss für mich nicht mal Deutschland sein. Ich würde mir einfach gerne jedes andere Spiel angucken. Und ich verspreche, wenn ich da wäre, dann würde ich nur das Spielfeld filmen. Naja, obwohl, für ein Foto wäre ich mir nicht zu schade, sage ich ehrlich. Ich hab da was im Kopf. Aber was ist eure Meinung dazu? Warum glaubt ihr, sind alle genervt von Influencern in Stadien? Und das obwohl... Anipo aber genauso Quatsch. Bei der habe ich das gar nicht so mitbekommen. Ich finde doch generell, dass jetzt immer mehr Leute so versuchen, so Stadion-Vlogs zu machen. Ich finde das, ich finde das so unangenehm teilweise, was sie da hochladen. Wenn du so richtig merkst, so die kennen sich gar nicht aus, so die filmen einfach jede Szene, in der offen, dass ein Tor passiert und die dann übertrieben feiern können, dafür, dass die gar nicht gecheckt haben, was da passiert. Das ist halt schon manchmal unangenehm, wenn man so auf so einen Hype-Train aufspringt, weil ich finde, entweder du bist eine Person, die einfach so Stadiongänge wirklich feiert, so einen Visca Barca finde ich zum Beispiel cool, so, ich glaube, der lebt das auch wirklich so, der feiert das, der war wahrscheinlich auch vorher schon sehr oft in Stadien, aber es gibt jetzt so viele, die so aus Zwang einfach dahin gehen, weil sie merken, sowas kann er Klicks geben, obwohl du halt richtig merkst, so, die sind auch, also, die ist einfach unangenehm, das gibt dir so eine richtig unangenehme Aura einfach. Ja, ja.